Intensivpfleger Ralf Berning auf dem Weg zu einem seiner Patienten. Die Chancen, dass er überlebt, stehen 50-50. Seit wenigen Tagen muss der 52-Jährige künstlich beatmet werden. Mit einer Impfung hätte das wohl vermieden werden können. Belastend auch für das Personal. Kurz bevor ich meine erste Spritze geleert habe, hat er mir noch die Faust ausgestreckt und wir haben uns noch die Faust aneinander geschlagen. Und ich war froh, dass in dieser Situation ich zweimal Mundschutz auf hatte und ein Face Shield im Gesicht hatte, was schon mittlerweile beschlagen war, weil sonst, glaube ich, jeder auch gesehen hätte, dass ich da mit Tränen in den Augen gestanden hätte. Und da war es völlig egal, ob das ein ungeimpfter Patient ist oder nicht. Aber ich habe mir auch dann im Hinterkopf die ganze Zeit gedacht, warum hast du es nicht gemacht? Wegen des Personalmangels können hier im evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld nur 10 von 16 Intensivbetten betrieben werden. Sie alle sind mit Corona-Patienten belegt. Ralf Berning beschreibt die Lage als sehr angespannt. Und das ist sie deutschlandweit. Der Anteil freier Intensivbetten schrumpft. Besonders gering ist er derzeit in Bremen, Berlin, Hessen und Bayern. Auch Sachsen steuert auf einen Notstand zu. Wir haben Bundesländer, die sind am Limit. Bayern, Sachsen, Thüringen, auch Teilen von Baden-Württemberg, wo Patientinnen und Patienten verlegt werden müssen, wo ein Schlaganfall, ein Notfallpatient nicht sofort die Behandlung immer vor Ort bekommen kann, die er oder sie braucht. In Sachsen sind laut Prognosen in 2 Wochen 551 Corona-Intensivpatienten erwartet. Aktuell sind aber nur 164 Betten frei. Das wäre dramatischer als im Dezember letzten Jahres, wo Patienten in andere Bundesländer geflogen werden mussten. Ministerpräsident Kretschmer hat deswegen jetzt einen heftigen Wellenbrecher für 2 oder 3 Wochen angekündigt. Das Wort Lockdown nutzte er nicht. Doch den hatte gestern der Chef der Dresdner Uniklinik gefordert. Meine persönliche Empfehlung wäre, machen Sie jetzt, und zwar jetzt, einen totalen Lockdown für 14 Tage. Lassen Sie uns Luft holen. Auch Ralf Berning erwartet nun ein entschlossenes Handeln der Politik. Denn er will auf jeden Fall verhindern, dass es auf den Stationen doch noch zur Triage kommt.